Tiefe Trauer statt WM-Party. Eigentlich sollte es ein Feiertag in Brasilien werden. 500 Tage sind es noch bis zu Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft. Doch wegen der Brandkatastrophe in der Disco Kiss in Santa Maria sind erstmal alle Veranstaltungen abgesagt worden. Bei dem Unglück im Süden Brasiliens kamen in der Nacht zum Sonntag mindestens 233 Menschen ums Leben. Mehr als 100 Menschen liegen noch mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen in den Krankenhäusern. Ich habe mit meinen Freunden getanzt, als plötzlich die Musik aufhörte. Mein Freund packte mich und fing an zu schreien, lauf, lauf. Dann begann die große Verwirrung. Alle Leute liefen los und quer durcheinander. Die Mehrzahl der Opfer sind Studenten und Jugendliche. Auch FIFA-Generalsekretär Jerome Falk, selbst Vater von zwei Kindern, zeigte sich vom Ausmaß der Katastrophe tief bestürzt. Ich bin selbst Vater und kann mir vorstellen, was die Eltern der Opfer jetzt durchmachen. Die Trauer in der Universitätsstadt, sie ist riesig. An den Countdown für die Fußball-Weltmeisterschaft denkt vorerst niemand. Stattdessen ordnete Staatspräsidentin Dilma Rousseff 3 Tage Staatstrauer an.